Also ich bin Julia Weinstock, ich bin Designerin von der Kostümmanufaktur Wunschgestöber. Wir sitzen in Essen im Unperfekthaus, da haben wir unser Atelier. Das Ruhrgebiet war sehr interessant für uns durch einfach den großen Einzugsbereich hier. Hier ist einfach total viel los, kulturell. Und ja, wir haben hier einfach so viele Städte so nah aufeinander. Und das war was, was jetzt ich persönlich vorher auch noch nicht so in der Art kannte. Also wir stellen Artistenkostüme her, Kostüme für Theater, auch für Film und Promotion-Kostüme für Unternehmen. Wir speziell, wir arbeiten sehr gerne mit ausgefallenen Materialkombinationen. Teilweise sind es auch Materialien, also dass man darauf achten muss, dass die zum Beispiel schwer entflammbar sind, wenn es zum Beispiel für Kostüme für Feuershows ist. Aber auch so verwenden wir gerne Materialien, die jetzt nicht unbedingt aus dem textilen Bereich stammen, also auch Kunststoffe oder ja, Schaumstoffe, Metall und total verschiedene Materialien. Und wir halten auch im Alltag oder in unserer Freizeit die Augen offen, um neue Materialien oder neue Techniken zu entdecken. Unseren Stil würde ich beschreiben als natürlich ein bisschen ausgefallen und schon auch abstrakt. Also nicht zu naturalistisch, sondern es ist immer ein bisschen unsere künstlerische Sicht des Wesens, die wir dann in das Kostüm übersetzen. Wer uns hier besuchen möchte, ist im Unperfekthaus sehr willkommen. Wir sind im 3. Stockwerk, direkt in Essen am Limbecker Platz. Oder man kontaktiert uns über unsere Homepage wunschgestöber.de.